Willkommen in meiner Küche, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich ein Knoblauchecken-Video mit euch verfilmen. Und wir legen auch gleich los, weil ich bin heute ein bisschen in Zeitnot. Leon muss heute noch zum Sport und alle haben Hunger. Und ja, wie es denn mal manchmal so ist. Wir benötigen für den Teig, für diese Knoblauchecken, erstmal 140 Gramm. Und ich habe jetzt hier schon lauwarmes Wasser genommen. Wir brauchen 10 Gramm Hefe, die habe ich schon abgewogen, die brösel ich ja immer rein. Das Ganze bitte 1,5 Minuten. Oh, was ist da los? Der Hund meckert schon wieder. 37 Grad Stufe 1. Obwohl der Thermi noch nicht anzeigt, dass 37 Grad erreicht wurden, hat es vollkommen gelangt. Ja, ist auch warm genug. Brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Jetzt geben wir hier rein einen halben Teelöffel Salz zum abgewogenen Mehl. Das kommt hier alles in den Thermi. Dieser wird nun wieder verschlossen. Und das wird jetzt 4 Minuten geknetet mit der Teigstufe. Das war's auch schon. Das war der erste Streich. Ihr seht, der Teig hängt fast gar nicht an der Mixtopfwand. Den holt ihr jetzt raus, gebt ihn in eine Schüssel und da muss er jetzt an einem warmen Ort nochmal eine Stunde stehen. Wird dann auch nochmal schön aufgehen. Ach, das ist echt toll. Der Teig, den kann man wirklich... Guck mal. Hängt nichts mehr am Messer dran, seht ihr das? Das ist echt Bombe. Sehr schön. Nicht mal da drunter hängt noch was. Nee. Alles weg. Also, der warme Ort kommt. Und in einer Stunde, ich muss hier nochmal klebt. Guter Teig. Meine Güte. Mach da nochmal eine kleine Kugel draus, ne? So. In einer Stunde erblicken wir den Teig und dann geht's in die Endphase. Die Stunde ist jetzt rum. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mein Thermomix ist noch an. Mein Steak gart da vor sich hin. Wir kümmern uns jetzt aber um die Knoblauchecken. Ich habe jetzt hier den Teig, der wunderbar aufgegangen ist. Lege ich mir jetzt hier schon hin. Hoppla, noch was. Und der wird jetzt nicht mehr großartig geknetet. Der wird jetzt flach gedrückt. Dass wir so, ich sag mal, den... Ja, macht mal so flach ihr könnt und so rund wie möglich. So, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich habe jetzt hier den Teig einmal rund gedrückt, hätte ich bald gesagt. Also einfach im Kreis, so wie ihr das mögt. So, und ich habe jetzt schon das nächste Küchengerät am Start, da ja mein Thermomix hier noch im Gang ist, nämlich von meiner KitchenAid. Und ich sage euch jetzt einmal die Zutaten, die ihr braucht. Das könnt ihr normal im Thermomix verrühren, geht aber ja gerade nicht. Und zwar, ihr braucht 50 Gramm Butter, ich würde sagen nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. 15 Gramm Öl, eine Prise Salz, ein Teelöffel Knoblauchgranulat, zwei frische Knoblauchzehen und ein Teelöffel Oregano getrocknet. Und jetzt wird das Ganze erstmal vermischt. Meine Güte, was ist das für ein Geräusch heute? Für euch hört sich das sicher noch viel schlimmer an. Und damit werden wir jetzt
die Ecken bestreichen, die noch keine Ecken sind. Wir werden das jetzt nämlich erstmal schön in Ecken schneiden. Ich habe mir hier extra so ein Teigding gekauft. Also Messer, die extra für Teige sind. Ich muss nur mal testen, ob das geht. Ja, hier heute Testwoche, wa? Gucken wir einfach mal, ob das gut... Oh ja, das geht gut durch. So. Guck mal, die Einstellung ist, glaube ich, besser für euch. So, jetzt nehmt ihr also diese wunderbare Knofi-Butter und verteilt sie auf den Ecken. Na? Überall was drauf. Oh, diese Knoblauchstücke, ich dreh durch. Das ist so köstlich. So köstlich. Ich verteile das Ganze gerne mit einem Löffel. Versuche einfach so überall ranzukommen. Jetzt hebe ich die Ecken hier von meiner Arbeitsplatte runter und jetzt kommen sie erstmal auf ein Backblech und da dürfen sie noch 10 Minuten vor sich hin schlummern. Die Knoblauchecken sind fertig. Ich habe sie jetzt statt 5 Minuten eine halbe Stunde gehen lassen. Also ich sage es mal so. Umso länger die gehen, umso besser. Wenn es 45 Minuten sind, ist alles überhaupt nicht schlimm. Und dann habe ich sie im Backofen gehabt. 20 Minuten bei 240 Grad. Das liegt halt daran, wie dick ihr sie macht. Und die sehen fantastisch aus. Und die riechen wunderbar. Ja, und die werden jetzt verspeist. Da brauche ich keine Geschmacksprobe machen, weil ich weiß, wie super die sind. Ich hoffe, ihr macht dieses Video mal, also das Video nicht nach, aber vielleicht das Rezept. Postet mir das gerne, Hashtag Thermosternchen bei Instagram oder auf meinem Facebook-Kanal. Oder. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Thermosternchen.